Gibt es weitere Fragen? Nein, wir hatten mir noch die Gelegenheit gegeben, also, der Herr Jung Werbung zu machen für www.bundesregierung.de. Also. Da informieren wir grundsätzlich immer wieder über alles, was von Belang ist und interessant ist und auch über Handelsabkommen. Sehr gut. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch Frau Demmer und den Sprechern und Sprecherinnen der Ministerien. Frau Demmer hat uns etwas mitgebracht. Genau. Die Bundeskanzlerin hat die Paralympischen Spiele mit großem Interesse verfolgt und allen deutschen Sportlerinnen und Sportlern die Daumen gedrückt. Sie hat zu Beginn der Spiele allen Athletinnen und Athleten erfolgreiche Wettkämpfe und interessante Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt gewünscht und ihre Vorfreude auf friedliche und faire Paralympische Spiele geäußert. Die Bundeskanzlerin gratuliert allen deutschen Sportlerinnen und Sportlern, die ihre Wettkämpfe bereits erfolgreich absolviert haben, zu ihren großen Leistungen und freut sich auf hoffentlich weitere Erfolge für die deutsche Mannschaft. Jede Medaillengewinnerin und jeder Medaillengewinner erhält von der Bundeskanzlerin wie bisher ein persönliches Glückwunschschreiben. Und dann würde ich jetzt zum Wochenausblick und den Terminen kommen. Zunächst die öffentlichen Termine. Am Mittwoch, den 21. September, tagt um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Ebenfalls am Mittwoch ab 14.30 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin an der Veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des Nationalen Normenkontrollrates im Bundeskanzleramt teil. Sie wird dort eine Rede halten. Darin wird sie die Verdienste des Normenkontrollrates würdigen und den Mitgliedern für ihre engagierte Arbeit danken. Außerdem wird sie den Jahresbericht des Normenkontrollrates entgegennehmen. Die Bundeskanzlerin unterstreicht damit, dass sie der Arbeit des Normenkontrollrates und den bisher erzielten Erfolgen des Regierungsprogramms Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung große Bedeutung beimisst. Dies ist auch ein Bekenntnis der Bundesregierung, Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung als eigenständige Politikziele zu betrachten. Der unabhängige Nationale Normenkontrollrat hat seine Arbeit im Jahr 2006 aufgenommen. Seitdem erstattet er der Bundesregierung jährlich Bericht. Das Gremium unter dem Vorsitz von Johannes Ludewig hat die Aufgabe, die Bundesregierung beim Bürokratieabbau zu beraten und die Vorbereitung und Umsetzung von Gesetzvorhaben kritisch konstruktiv zu begleiten. Seit 2011 prüft der Normenkontrollrat die Gesetzentwürfe der Bundesregierung hinsichtlich ihres Erfüllungsaufwandes. Darüber hinaus unterstützt er die Bundesregierung dabei, bestehende Bürokratiekosten aus Informationspflichten spürbar zu senken bzw. neue Kosten zu vermeiden. Am Samstag, den 24. September, nimmt die Bundeskanzlerin auf Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Kern am Westbalkan-Treffen in Wien teil. Ebenfalls eingeladen sind die Regierungschefs der Staaten des westlichen Balkans sowie Griechenland. Ziel dieses Gipfels ist eine gemeinsame Bestandsaufnahme der aktuellen migrationspolitischen Situation und Herausforderungen der betreffenden Staaten. Das war's. Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es dazu Fragen zum Paralympics oder zu den Terminen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich bei den Kollegen ein bisschen Themen gesammelt. Da wurde mir das Thema Bautzen genannt. Oder wollten Sie jetzt noch dazu, Herr Henze? Wir können auch mit der Ukraine anfangen. Dann starten Sie mal damit, bitte. Frage ans Auswärtige Amt, aber auch ans Kanzleramt zu der Ukraine-Reise. Die Kritik heute in der FAZ durch den ukrainischen Präsidentenberater hat ja verschiedene Facetten. Einmal die Tatsache, dass offensichtlich noch während Steinmeier in der Ostukraine war, ein hochrangiger Berater von Poroschenko sehr deutliche Kritik an Steinmeier geäußert hat. Wie bewerten Sie das? Zweite Frage bezieht sich auf die Sachebene, nämlich dass bestritten wird, dass die Zustimmung von Poroschenko zum Waffenstillstand erst in dem Gespräch mit Steinmeier und Ayrault mehr oder weniger abgerungen wurde. Das sei alles längst in dem Telefonat mit Angela Merkel geklärt gewesen. Könnten Sie das aus Sicht der Kanzlerin, aus Sicht des Auswärtigen Amtes kommentieren? Und die dritte Frage, der Kerngedanke dieser Kritik ist ja, dass Steinmeier seine Rolle als Honest Broker, als neutraler Vermittler verlassen habe und jetzt auch sehr stark als pro-russisch wahrgenommen wird. Wie beurteilen Sie diese Kritik? Also ich würde gern vorweg sagen, die Bundesregierung arbeitet engstens zusammen bei diesem Thema, um auf eine Lösung des durch die russischen Aggressionen ausgelösten Ukraine-Konflikts hinzuarbeiten. Zu den Inhalten und den angestrebten nächsten Schritten
sind hier jede Menge Ausführungen gemacht worden bereits. Und ich möchte nur noch mal sagen, es gibt große Einigkeit innerhalb der Bundesregierung. Dem kann ich mich von Seiten des Auswärtigen Amts nur anschließen. Und im Übrigen würde ich sagen, es sind ja die Äußerungen, die Sie hier erwähnt haben, sind ja sozusagen die Äußerungen einer anonymen Quelle ohne Namen und ohne Gesicht, dementsprechend auch nicht so wirklich zuordnenbar. Und dazu kann ich nur sagen, also unser Eindruck von den Gesprächen war ein völlig anderer. Der Minister hat gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Ayrault ein gutes und von Vertrauen geprägtes Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten geführt. Und zu den Ergebnissen der Reise, nach denen Sie auch gefragt haben, lässt sich sagen, natürlich hat es im Vorfeld ganz viele Kontakte sowohl mit der russischen Seite gegeben, als auch mit der ukrainischen Seite gegeben. Es hat auf den unterschiedlichsten Ebenen Kontakte gegeben. So hat die Bundeskanzlerin telefoniert, es hat der Außenminister mit seinem russischen Counterpart gesprochen, mit seinem ukrainischen Counterpart. Auf der Arbeitsebene hat es ganz enge Kontakte gegeben. Und wenn man sich jetzt sozusagen einfach den zeitlichen Ablauf anschaut und sich daran hält, dann ist es so, dass der Außenminister sozusagen auf Grundlage all dieser Dinge, die im Vorfeld gelaufen sind, in die Ukraine gereist ist. Und gemeinsam mit seinem französischen Kollegen und die Waffen tatsächlich dann jetzt seit 2 Tagen, also praktisch seitdem er dort war und das Gespräch mit Poroschenko geführt hat, auf beiden Seiten der Frontlinie ziemlich schweigen. Das heißt, Sie bleiben bei der Darstellung, dass eben die Zusage zur Waffenruhe erst in diesem Gespräch mit Ayrault und Steinmeier ja abgerungen oder erzielt worden ist. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass den ganzen Dingen vorausgegangen ist natürlich wochenlange diplomatische Anstrengungen auf allen Ebenen. Aber diese wochenlangen diplomatischen Anstrengungen sind natürlich unter anderem oder vor allem in dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten, das ja ein deutsch-französisches Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten war, kulminiert. Der Minister ist mit einem russischen Angebot, was Herr Lavrov ihm gegenüber so getätigt hat, nach Kiew gereist, hat es dort der ukrainischen Seite vorgestellt. Und Fakt ist, und daran sollten wir uns halten, die Waffen schweigen seit vorgestern Mitternacht mit einzelnen wirklich geringen Ausnahmen. Gibt es dazu weitere Fragen? Dann würde ich trotzdem noch eine Nachfrage gerne stellen. Wie bewerten Sie es denn, dass offensichtlich doch ein sehr hochrangiger Vertreter aus dem Umfeld von Poroschenko in dem Moment, wo Steinmeier noch in der Ostukraine ist, eine so deutlich anders lautende Sichtweise sowohl des Gespräches mit Poroschenko als auch des ganzen Prozesses abgibt? Ist das ein Foulspiel? Ist das ein Alleingang? Wie erklären Sie sich das? Ach, ich will das gar nicht bewerten. Er hat ja gesagt, es handelt sich dabei um eine anonyme Quelle ohne Gesicht und ohne Namen. Und wenn Sie sich das so vorstellen, wie das ist, wenn man bei Vermittlungsmissionen, sprechen Sie ja mit einem gegenüber. Aber es ist natürlich auch so, dass es in einem Land ganz unterschiedliche Strömungen, Parteien, Interessengruppen, zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die alle ihre eigenen Interessen haben. Und letztlich zählt dann, was in so einem Gespräch auf persönlicher Ebene übermittelt wird. Und das Gespräch war, wie gesagt, ein wirklich gutes und von Vertrauen geprägtes Gespräch, wie in der Vergangenheit auch, mit dem ukrainischen Präsidenten. Dann darf man ja nicht vergessen, der Außenminister hat gemeinsam mit seinem französischen Kollegen ja auch noch fast einen ganzen Tag mit dem ukrainischen Außenminister verbracht. Die haben sich ja in Kiew getroffen, sind dann am nächsten Tag gemeinsam in das Konfliktgebiet in der Ostukraine gereist. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn es dort Gravamina gegeben hätte, diese gewiss auf dieser vertrauensvollen Basis, die wir hergestellt haben, geäußert worden wären. Ich meine, und im Übrigen ist ja so, dass ich, und das wird ja auch anerkannt von allen Seiten, dass ich kaum ein anderer Außenminister so für eine Friedenslösung in der Ukraine engagiert hat wie Außenminister Steinmeier. Und das bleibt, und ich meine, ohne sein Engagement und ohne das Engagement der Bundeskanzlerin wäre es sicherlich nicht zu den Minsker Vereinbarungen gekommen und dazu, dass ein offener Krieg in Europa hätte verhindert werden können. Und alle, die sich die Politik des Außenministers näher anschauen, wissen auch sehr genau, dass er für das Ziel einer unabhängigen, demokratischen und souveränen und wirtschaftlich prosperierenden Ukraine eintritt. Und das wissen seine Gesprächspartner in der Ukraine und das wird auch dort sehr geschätzt. Dazu habe ich jetzt Herrn Jung und Herrn Madler. Herr Fischer, Sie sagen ja, dass es ein anonymer Mitarbeiter von Herrn Poroschenko ist. Versuchen Sie denn herauszufinden, wer dieser hohe Mitarbeiter aus dem Präsidentenamt ist?
Ach, wissen Sie, es gibt so ein Präsidialamt ist groß und da gibt es viele hochrangige Mitarbeiter. Von daher. Versuchen Sie es rauszufinden. Wir halten, es gibt keinen Anlass für uns. Ich meine, es gibt keinen Anlass für uns, dass da größere Recherchen anzustellen. Wir halten uns an das, was der Außenminister in seinem persönlichen Gespräch mit den relevanten Akteuren herausgefunden hat, was dort ausgetauscht worden ist. Und das ist das, was für uns zählt. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass Sie nicht interessiert, wer der Mann, die angebliche Quelle ist. Naja, wenn die Quelle will ja offensichtlich auch gar nicht, dass wir wissen, wer sie ist. Ich meine, sonst hätte sie sich ja mit Namen und Gesicht bekannt. Aber, glaube ich, kann man es dann auch lassen und diesen Wunsch respektieren. Herr Madler. Ja, eine Frage dazu an den BMWI. Der Wirtschaftsminister geht nächste Woche nach Moskau. Welche Personen, welche Vertreter der russischen Regierung wird er treffen? Trifft er sich mit Herrn Putin auch? Oder ja, kann man ein bisschen mehr wissen über diese Reise? Ja, das stimmt. Ich kann bestätigen, Herr Bundeswirtschaftsminister Gabriel wird in der kommenden Woche nach Moskau reisen. Er wird dort von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werden. Es sind Gespräche mit mehreren Mitgliedern der russischen Regierung geplant zu den unterschiedlichen bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland und auch zwischen Russland und der Europäischen Union. Zu den Gesprächen mit Putin kann ich noch nichts sagen. Da sind die Gespräche sind noch nicht alle finalisiert. Herr Jung, noch mal zu Russland. Frau Dubel, wissen Sie schon, wer zur Wirtschaftsdelegation gehört? Sind da Rüstungsfirmen dabei? Das ist wieder ein übliches Verfahren, dass wir eine Wirtschaftsdelegation mitnehmen und dann eine Abfrage starten, dass wir die Daten veröffentlichen können, dass wir mitteilen können, wer mitkommt. Und sobald wir da die Rückmeldung haben, können wir die Liste gerne zur Verfügung stellen. Sie fragen immer die Mitglieder der Wirtschaftsdelegation, ob die öffentlich werden wollen. Also die können sich aussuchen, auch geheim mitzufahren, ja? Die müssen natürlich zustimmen, dass deren Daten rausgegeben werden. Das ist ein normales Verfahren, ja. Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine, Russland? Herr Henze nochmal. Das ist jetzt doch eine Lernfrage, die mich überrascht. Die müssen gefragt werden, nachdem sie bereits in die Delegation aufgenommen wurden. Gehört es nicht sozusagen zu den Regularien, dass man sagt, wir machen hier transparente Mitreisen und wer einer solchen Delegation mitreisen will, ist damit einverstanden, dass das öffentlich kommuniziert wird? Die Delegation steht noch nicht endgültig fest, deswegen kann ich Ihnen okay. auch keine Namen der Firmen nennen, die mitkommen. Aber wenn sie feststeht, ist es sozusagen eine Bedingung, dass sie auch bereit sind, dass das transparent kommuniziert wird, wer mit einem Minister auf eine Reise geht, oder? Dann wird das natürlich transparent kommuniziert. Okay, das war missverständlich. Klar. Danke. Gut, dann haben wir die Datenschutzfrage auch noch gleich bei der Gelegenheit geklärt. Bautzen war das Thema. Herr Blank hatte sich, oder Herr Jordan? Bitte, dann Herr Jordan. Ja, ich würde gerne die Bundesregierung fragen. Solche Zusammenstöße, wie man sie in den letzten Tagen in Bautzen gesehen hat, scheinen ja in Sachsen besonders häufig vorzukommen. Warum ist das so und warum sind die Sicherheitsbehörden in Sachsen nicht in der Lage, so etwas zu verhindern? Herr Plath oder Frau Demmer vielleicht? Wenn Sie mich fragen, kann ich dazu nur sagen, es sind ja, wie Sie selber schon gesagt haben, Vorfälle und Geschehnisse in der Zuständigkeit der sächsischen Landesbehörden. Es wäre sicherlich das erste Mal, wenn ich hier kommentieren würde, was Behörden eines einzelnen Bundeslandes tun oder nicht tun. Die Zuständigkeiten des Bundesinnenministeriums sind ja bekannt. Eine Nachfrage dann. Gibt es irgendwann einen Punkt, an dem die Bundesbehörden einschreiten würden, wenn die Sicherheitsbehörden eines Bundeslandes offensichtlich nicht in der Lage sind, ihre Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen? Das ist natürlich, Herr Jordans, eine hypothetische Frage. Aber ich kann jetzt natürlich rezitieren, was die Möglichkeiten der Amtshilfe sind im deutschen Recht. Und Sie wissen ja auch, dass wenn bestimmte Einsätze von Landespolizeien bevorstehen, bei denen man vorher weiß, dass sie möglicherweise die Kapazitäten eines einzelnen Bundeslandes übersteigen, dann gibt es ja eine bewährte Praxis in der Bundesrepublik Deutschland, dass ergänzende Kräfte anderer Länder und vom Bund angefordert werden können. Die Praxis, nehme ich an, kennen Sie. Weiter ins Detail muss ich da nicht gehen. Aber über das hinaus gilt natürlich, Zuständigkeit ist eine Rechtsfrage, die ehrlich gesagt in einem Rechtsstaat auch nicht sozusagen gering geschätzt werden sollte. Zuständigkeit ist keine Schönwetterveranstaltung, wenn ich das so sagen darf. Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Machen Sie mal. Da habe ich aber allerdings auch schon mehrere Wortmeldungen dazu. Aber bitte. Sehen Sie denn in den Ausschreitungen in Bautzen ein Anzeichen für eine Destabilisierung der Sicherheitslage in Deutschland? Herr Jordatz, Sie versuchen es nochmal, aber ich habe ja schon gesagt, Geschehnisse, die in der Zuständigkeit eines Landes und von deren Behörden sich abspielen, werden vom Bund grundsätzlich nicht kommentiert. Ich habe jetzt Herrn Blank, Herrn Jung und Herrn Delfs. Herr Blank. Ja, ergänzend zu der Frage des Kollegen Jordatz ans Familienministerium und auch vielleicht ans Innenministerium nochmal. Ans Familienministerium deswegen, weil es ja offensichtlich um mehrere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gehen soll, die möglicherweise auch zu den, wie es dort genannt wird, in Anführungszeichen Redelsführern zählen. Gibt es möglicherweise aus den Ausschreitungen, die da in Bautzen passiert sind, Anlass für Konsequenzen bei der Unterbringung dieser Flüchtlingsgruppe? Weil offensichtlich war ja in dem Heim, waren da sehr viele möglicherweise problematischer Lebenssituationen zusammengezogen. Also sehen Sie da Konsequenzen auch auf Bundesebene und das Gleiche möglicherweise eben auch an Herrn Dr. Plate. Gibt es da Konsequenzen oder gibt es Anlass, darüber nachzudenken, über die Unterbringung von Flüchtlingen nachzudenken? Vielleicht darf ich ganz kurz anfangen, weil ich ja jetzt gerade noch sozusagen dran war. Unterbringung von Flüchtlingen ist bekanntlich ein Thema in der Zuständigkeit der Länder. Also mehr habe ich dazu echt nicht zu sagen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir jetzt noch nicht bekannt ist, dass es unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gewesen sein sollen. Und ich habe eigentlich den Ausführungen von Herrn Plate da auch nichts hinzuzufügen, außer dass wir ja auch an Präventionskonzepten arbeiten und dass diese Vorfälle auch mal wieder zeigen, dass Prävention eigentlich der richtige Ansatzpunkt ist und dass sowas gar nicht erst passiert. Dann nochmal die Nachfrage an Herrn Dr. Plate. Gibt es bei Ihnen genauere Informationen über das, was da vorgekommen oder vorgefallen ist? Weil da gibt es ja sehr differenzierende Äußerungen auch aus Sachsen. Haben Sie sich da mal bei der sächsischen Landesregierung, beim Innenministerium erkundigt? Also mir fällt ehrlich gesagt die Antwort ein bisschen schwer auf sozusagen ein komparativ genauere, ohne dass Sie sozusagen die Vergleichsgröße oder die Vergleichsinformationsquelle nennen. Also wir haben jedenfalls Informationen aus Sachsen natürlich auch, es gibt so eine WE-Meldung aus Sachsen, die wir selbstverständlich auch haben und auch einen ergänzenden Bericht der Bundespolizei, der recht kurz ist, den haben wir. Aber Sie werden Verständnis haben, dass ich nicht zu Inhalten eines Berichtes sächsischer Behörden spreche, das müssen die sächsischen Behörden schon selber machen. Dann geht es weiter mit Herrn Jung. Leider nur zum Verständnis, gab es Amtshilfeersuchungen von sächsischer Seite an die Bundespolizei? Ja, die Bundespolizei hat auf Anforderung unterstützt. Allerdings kam die Anforderung zu einem Zeitpunkt, der dazu geführt hat, dass die Bundespolizei erst im späteren Verlauf, als es um die Sicherung der Flüchtlingsunterkunft ging, unterstützt hat. Im sozusagen zeitlich vorgelagerten Teil, über den viel zu lesen war, war die Bundespolizei noch nicht dabei. Können Sie uns den Zeitpunkt nennen? Nee, Uhrzeit kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht nennen. Jedenfalls, als es um die Sicherung der Flüchtlingsunterkunft ging, es war ja offenbar so, dass sich die Gruppen, die sich zuerst auf so einem Platz, der mir namentlich jetzt gerade aus dem Kopf nicht bekannt ist, befunden haben und sich dann in Richtung dieser Flüchtlingsunterkunft bewegt haben. Als es um die Sicherung dieser Unterkunft ging, ist die Bundespolizei dazugekommen. Genaue Uhrzeit habe ich nicht. Wie viele Bundespolizisten waren da? Irgendwas Mitte 20. Ich weiß, 24 oder 26 müsste ich nachreichen, wenn es Ihnen darauf ankommen sollte. Gut, dann habe ich Herrn Delfs nochmal. Oder überhaupt. Herr Plate, auch nochmal dazu. Nach Angaben der sächsischen Behörden sind ja zum Teil diese Ausschreitungen von den Asylsuchenden ausgegangen. Haben Sie da eigentlich irgendeinen Überblick, ob das ein Phänomen ist, das sich in letzter Zeit gehäuft hat? Da gibt es ja offenbar auch eine wachsende Unzufriedenheit unter vielen Flüchtlingen, die einfach sich dann vielleicht in solchem Verhalten äußert, oder ist das, würden Sie sagen, dass es jetzt doch ein Sonderfall, der da in Bautzen zu beobachten ist? Ja, dass ich den konkreten Fall weder bewerte noch kommentiere, muss ich sogar offenbar doch nochmal erwähnen, deswegen tue ich es. Ich weiß deswegen nicht belastbar, ob diese Dinge von den Asylsuchenden ausgegangen sind oder nicht. Das ist mir sozusagen nicht aus eigener Quellenlage bekannt. Gelesen habe ich das auch. Es gibt aber keine belastbaren Informationen aus den Daten, die uns vorliegen, dazu, dass sich solche Vorfälle, wenn sie sich denn so ereignet hätten, tatsächlich im Bundesgebiet in letzter Zeit gehäuft hätten. Dann nochmal Herrn Blank.
Ja, nur eine Nachfrage zur Unterstützungsanfrage, vielleicht aus Sachsen fürs Wochenende, weil da sind ja neue Demonstrationen angekündigt. Gab es da eine Unterstützungsanfrage an die Bundespolizei fürs kommende Wochenende? Ist mir nicht bekannt, müsste ich nachhören. Kann ich gerne tun. Herr Jung. Frau Demmer, wenn die Kanzlerin sagt, Deutschland muss Deutschland bleiben, dann gehört zum Status quo ja auch Nazi-Krawalle. Soll sowas auch in Deutschland bleiben? Dass die Bundesregierung grundsätzlich solche Ausschreitungen auf das Schärfste verurteilt, das hat sie in der Vergangenheit getan, das wird sie weiter tun. Deutschland ist ein Land der Mitmenschlichkeit, ein Land, das die Menschenwürde achtet, eines jeden Einzelnen. Und das ist nicht nur im Artikel 1 des Grundgesetzes nachzulesen, sondern täglich gelebte Praxis. Das beweisen beispielsweise unzählige Bürger, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Ohne jetzt auf den konkreten Fall einzugehen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Gesetze sowohl von Flüchtlingen als auch von einheimischen Bürgern eingehalten werden. Und die Bundesregierung verurteilt Ausschreitungen, aggressive, fremdenfeindliche, gewalttätige Ausschreitungen auf das Schärfste. Das ist unseres Landes nicht würdig. Und in Deutschland ist kein Platz für derartige Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Extremismus. Also soll Deutschland doch nicht so sehr Deutschland bleiben? Ich habe jetzt das dazu gesagt, was ich dazu sagen will. Ihre in der Frage genannte Analyse würde ich ja so schon nicht teilen. Dass es Nazis in Deutschland gibt? Sie haben mich jetzt... Was war jetzt die Frage? Zur politischen Aussage der Kanzlerin. Ihre letzte Frage habe ich jetzt nicht als Frage verstanden. Deshalb frage ich. Zieh zurück. Okay. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Bautzen? Herr Lange. Das ist jetzt gerade... Ich muss nur das richtige Mikrofon finden. Vielen Dank. Frau Demmer, ich möchte doch noch mal nachfragen, eingedenk Ihrer Worte jetzt. Die Kanzlerin hat sich ja im August vergangenen Jahres zu Vorfällen in Sachsen schon geäußert, in Heidenau war es, glaube ich. Und jetzt sagen Sie, die Bürger müssen sich an geltendes Recht halten und so weiter. Die Kanzlerin hat damals schon appelliert, hat von schrecklichen Bildern gesprochen und so weiter. Es hat aber offenbar keine Entwicklung stattgefunden. Also sieht die Bundesregierung... Nachholbedarf, muss man die Bürger besser aufklären, muss man mehr für die Sicherheit tun. Wie gesagt, es ist jetzt ein Jahr vergangen und wir haben diese Vorfälle wieder. Danke. Oder ähnliche Vorfälle. So. Also grundsätzlich handelt es sich ja ohnehin um einen Prozess. Man kann jetzt nicht einen Status quo festschreiben. Gesellschaft und Politik tragen die gemeinsame Verantwortung dafür, dass sich gegen ein stilles Einverständnis oder auch bloßes stilles Hinnehmen solcher Taten durch eine Minderheit in unserer Gesellschaft deutlich zu positionieren. Und die Auseinandersetzung mit jeglicher Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist der Bundesregierung ein zentrales Anliegen. Das haben wir hier deutlich gemacht, das hat die Kanzlerin in vielen Reden deutlich gemacht. Und es ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Hier sind alle Beteiligten von Staat und Gesellschaft gefordert. Und die Bundesregierung nimmt ihre Verantwortung in diesem Bereich sehr ernst und geht entschlossen dagegen vor. Gibt es weitere Fragen zum Thema Bautzen? Dann ist mir das Thema Fernbusse von mehreren Kollegen genannt worden. Herr Koch war unter anderem dabei. Ja, danke. Ich habe Fragen an das Verkehrsministerium. Wegen des angekündigten Rückzuges von Berliniumbus aus dem Fernbusmarkt muss man die Lage auf diesem Markt jetzt als Monopol bezeichnen. Zweitens, ist die Liberalisierung des Fernbusmarktes gescheitert? Und drittens, was will der Minister tun, um die Situation möglicherweise zu verbessern oder zu verändern? Also ich versuche das mal zu ordnen. Vielleicht eine kleine Bemerkung vorweg. Bei der Neuausrichtung des DB-Fernbusangebotes, was auch heute ja öffentlich geworden ist durch die DB, handelt es sich um eine unternehmerische Entscheidung der DB. Es ist eine Entscheidung, die vom Vorstand der DB getroffen wird und nicht vom Eigentümer. Es kommt jetzt darauf an, dass die Deutsche Bahn das Signal gibt, wie sie den Wettbewerb um mehr als 20 Millionen Fernbuskunden, denn so viel haben wir inzwischen schon, aufnimmt. Ob sie das auf der Schiene, auf der Straße oder auf anderen Wegen tut, ist Entscheidung des Bahnvorstandes. Sie hatten nach der Monopolbildung gefragt. Ich beziehe das jetzt mal auf die grundsätzliche Entwicklung des Fernbusmarktes. Wir als Verkehrsministerium betrachten nicht ein Element des Fernverkehrs, sondern den Fernverkehr insgesamt. Dazu gehören verschiedene Angebote für die Reisenden auf der Schiene und auf der Straße.
die im Wettbewerb funktionieren, ganz unabhängig davon, wie viele Wettbewerber auf dem jeweiligen System agieren. Und der Minister hat bereits vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass sich die Branche weiter im Aufbau befindet, der Markt sich aber zu ordnen beginnt. Und wenn Sie fragen nach der Liberalisierung grundsätzlich, dann wissen Sie, dass seit der Marktöffnung im Jahr 2013 das Angebot sprunghaft angestiegen ist. Es ist ein Mobilitätssprung gewesen für die Reisenden, die ein attraktives Angebot, ein zusätzliches Angebot erhalten haben, von A nach B zu reisen. Wenn Sie daran denken, dass auch im Bus zum Teil WLAN-Angebote angeboten werden, dann ist das auch ein zusätzliches, attraktives Angebot auf der Straße. Insofern ist die Liberalisierung nicht gescheitert. Und angesichts der Lage, dass jetzt auf dem Fernbusmarkt wohl ein beherrschender Wettbewerber agiert mit einem Marktanteil von 80%, gibt es Handlungsnotwendigkeiten? Seitens unseres Hauses sind keine regulatorischen Maßnahmen geplant. Herr Jung dazu? Und dann Herr Strate, Frau Dubel, würden Bucket. Ihre jeweiligen Ministerien von einem Wettbewerb auf dem Fernbusmarkt sprechen? Ja. Warum? Weil es verschiedene Wettbewerber gibt. Frau Dubel? Herr Wackett. Ja, ich werde trotzdem noch mal eine Frage. Wenn man sich noch mal an das Jahr 2013 erinnert und die vielen neuen Unternehmen, sind Sie nicht doch enttäuscht von der Entwicklung auf dem Fernbusmarkt, dass jetzt nur noch praktisch ein Unternehmen übergeblieben ist? Also wie ich bereits gesagt habe, hat der Minister ja darauf hingewiesen, dass die Branche sich im Aufbau befindet nach wie vor, der Markt sich aber zu ordnen beginnt. Und insofern kann von Enttäuschung hier keine Rede sein, was die Liberalisierung grundsätzlich an Vorteilen gebracht hat. Das habe ich ja eben erläutert. Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich das Thema Türkei auf meiner Liste. Das war, glaube ich, auch Herr Wackert, richtig? Ja, genau. Ich wollte mich mal nach der Lage der deutschen Botschaften in der Türkei erkundigen. Offenkundig hat es jetzt ja Festnahmen gegeben von Personen, die offenbar Anschläge auf diese Botschaften, Vertretungen geplant hatten. Und wie geht das jetzt weiter? Bleiben die in der nächsten Woche geschlossen, die Botschaften, Vertretungen? Wie sieht das da aus? Ja, die Meldungen über die Festnahmen habe ich auch zur Kenntnis genommen, aber sie sind kurz vor der WPK erfolgt. Von daher habe ich keine Rückmeldungen dazu erhalten von unserer Seite, ob und was da dran ist. Richtig ist, dass unsere Auslandsvertretungen in der Türkei in dieser Woche geschlossen sind. Diese Woche, das wissen Sie, ist Feiertagswoche in der Türkei. Hintergrund ist, dass uns letztlich nicht abschließend überprüfbare Hinweise vorgelegen haben, dass genau in dieser Woche Anschläge gegen diplomatische und konsularische Vertretungen in der Türkei geplant seien, darunter möglicherweise auch deutsche Vertretungen. Und Sie selbstverständlich nehmen solche Hinweise ernst und haben daraufhin auch unser Sicherheitsdispositiv überprüft und sind zu der Entscheidung gekommen, unsere Auslandsvertretungen und die deutschen Schulen in der Türkei in dieser Woche geschlossen zu halten. Es war eine Vorsichtsmaßnahme aus Personalfürsorge für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort und den Besucherinnen und Besuchern, die es ja in dieser Woche sonst möglicherweise gegeben hätte. Frage war, wie geht es weiter nächste Woche zum Beispiel? Ist das jetzt befristet bis, sagen wir mal, Sonntag 24 Uhr? Wie gesagt, wir hatten zunächst einmal beschlossen, die Auslandsvertretung für diese Woche geschlossen zu halten. Einige Tage waren sie aufgrund der Feiertage planmäßig geschlossen. Wir werden jetzt die Lage weiter analysieren, auch das ganze Wochenende über, und dann eine angemessene Entscheidung darüber treffen, wie wir am Montag weitermachen. Herr Jung dazu, hat sich dazu gemeldet. Zum Grund der Schließung, Sie sagten ja, Sie haben da Hinweise bekommen. Sind das Hinweise Ihrer eigenen Dienste, Ihrer Mitarbeiter, der Botschaft? Also sind es eigene Erkenntnisse oder haben Sie Hinweise von der Türkei bekommen oder anderen ausländischen Partnern? Wenn ja, welche? Sie werden mir nachsehen, dass ich über solch sicherheitsrelevante Informationen hier in der Bundespressekonferenz sicherlich keine offene Auskunft geben kann. Letztlich geht es dabei ja um das Wohl und Wehe unserer Kolleginnen und Kollegen in der Türkei, genauso wie der Visa-Antragsteller, die möglicherweise in der Botschaft sind,
Und ich glaube, da müssen wir die Hinweise, die wir erhalten aus den verschiedensten Quellen, mit der gebotenen Vertraulichkeit auch behandeln. Gibt es weitere Fragen zum Thema Türkei? Dann habe ich noch das Thema UNO auf meiner Liste und gebe das Wort an die Kollegin. Da sitzen so viele Kollegen, dass ich ein bisschen verwirrt bin, ist richtig, wo die Mikrofone sind. Und manche sind runtergebogen, die kann ich nicht sehen. Also kein jetzt habe ich es, bitte. Frau Demmer, nächste Woche findet in New York eine große Versammlung auf UNO-Ebene zum Thema Flüchtlinge und Migration. Die Bundeskanzler ist nicht dabei. Meine Frage wäre, wer wird Deutschland dabei vertreten und warum fehlt die Bundeskanzler, da viele andere Länder ihr Regierungschefs hingeschickt haben und dieses eine Thema, was Deutschland ziemlich wichtig wäre. Danke. Deutschland wird dort vertreten sein durch den Bundesaußenminister und den Bundesminister für Entwicklung und Zusammenarbeit und ist damit sehr gut dort vertreten. Und warum ist die Bundeskanzlerin nicht dabei? Da, Deutschland ist einfach sehr gut vertreten durch zwei Bundesminister. Wir hatten das Thema auch am Mittwoch schon mal. Also da finden Sie... Können Sie das Protokoll nochmal nachlesen? So. Auch noch etwas dazu. Vielleicht etwas Weiterführendes dazu. Jetzt gibt es dazu noch Fragen zum Thema UNO. Dann habe ich noch das Thema Deutsche Bank. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte Herr Wackett das auf seiner Liste. Und ja, es gibt ja Fragen vom, gibt ja Forderungen vom US-Justizministerium von bis zu 14 Milliarden Dollar gegen die Deutsche Bank. Ist die Bundesregierung eigentlich in Sorge um die Stabilität dieses doch entscheidenden Instituts? Da würde ich bitten, das Finanzministerium zu antworten. Herr Wackett, es geht ja hier um laufende Verhandlungen zwischen der Deutschen Bank und den amerikanischen Justizbehörden, zu denen auch nur die Beteiligten Auskunft geben können. Der Bundesregierung ist generell bekannt, dass die US-Behörden sich auch mit anderen Kreditinstituten auf Vergleichszahlungen geeinigt haben. Die Bundesregierung geht also davon aus, dass auch am Ende dieses Verfahrens auf Grundlage der Gleichbehandlung ein faires Ergebnis erzielt wird. Und zu Ihrem zweiten Frageteil, wie immer, nehmen wir zu einzelnen Instituten keine Stellung. Die Frage war, sind Sie in Sorge deswegen? Also ich weise darauf hin, dass die Aufsicht über die Deutsche Bank als großes Institut, als signifikant eingestuftes Institut durch die EZB erfolgt. Diese Aufsicht funktioniert und bei Nachfragen wenden Sie sich doch an die EZB. Dann habe ich noch eine Nachfrage. Haben Sie den Eindruck, dass dort vielleicht auch eine Gegenaktion des US-Ministeriums ist zum Fall Apple, weil die EU gegen Apple vorgegangen ist? Diese Einschätzung teile ich nicht. Herrn Blank habe ich als nächstes dazu. Anderes Thema. Ach so, anderes Thema. Dann Herrn Lange, das war auch dazu. Ja, jetzt habe ich es mit dem Mikrofon. Frau von Thiesenhausen, Sie sagten faires Ergebnis. Können Sie das definieren? Also ist das vor dem Hintergrund, dass US-Behörden oft mit einer hohen Forderung rangehen und dann ihre Forderung absenken. Also ist das damit gemeint, dass Sie davon ausgehen, dass die Summe noch gesenkt wird? Ich habe ja gesagt, dass es in vergleichbaren Fällen auch mit anderen Kreditinstituten Vergleichszahlungen gegeben hat. Und dass wir, kann das nochmal wiederholen, dass wir davon ausgehen, dass auf Grundlage der Annahme der Gleichbehandlung auch am Ende dieses Verfahrens ein faires Ergebnis erzielt wird. Weitere Definitionen würde ich dazu nicht machen. Dann hat Herr Madeleine dazu noch das Wort. Ja, Frau von Thiesenhausen, haben Sie diese Erwartung an Ihren amerikanischen Kollegen auch mitgeteilt? Oder ist das jetzt geschehen in dieser Konferenz? Also haben Sie Gespräche mit den amerikanischen Behörden? Mir ist von Gesprächen mit amerikanischen Behörden jetzt in der jüngsten kürzeren Zeit nichts bekannt. Ich will das nochmal betonen, es handelt sich hier um laufende Verhandlungen zwischen der Deutschen Bank und den amerikanischen Justizbehörden. Das sind die beiden Beteiligten und dazu ist, glaube ich, jetzt von mir aus nichts weiter auch hier einzubringen. Herr Jung? Frau von Diesner, ich versuche es nur zu verstehen, also da geht es ja auch um Straftaten. Wenn da Verantwortliche der Deutschen Bank vielleicht angeklagt werden oder in den Knast müssen, dann sehen Sie das nicht als fair an. Weil die anderen Ich kann die Annahme Ihrer Frage nicht verstehen. Das sind Verhandlungen zwischen der Deutschen Bank und den amerikanischen Justizbehörden. Wir mischen uns hier nicht ein. Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Und zu irgendwelchen hypothetischen, wenn da irgendwer was muss, werde ich sowieso generell hypothetisch nichts sagen. Aber Sie erkennen schon an, dass es da um potenzielle Straftaten geht. Weil wenn das Justizministerium mit der Deutschen Bank über etwas verhandelt, dann muss es ja um etwas gehen.
verstehe die Annahme Ihrer Frage gar nicht. Wir haben gesagt, dass es da um laufende Verhandlungen geht und die beiden Beteiligten sind die Deutsche Bank und die amerikanischen Justizbehörden. Gibt es zum Thema Deutsche Bank weitere Fragen? Dann habe ich Herrn Scully noch zu einem mir nicht bekannten Thema. Ja. Frau Demmer, die Bundeskanzlerin hat, ich glaube, es war gestern Abend gesagt, die Pressefreiheit umfasst auch die Freiheit, Missstände aufzudecken, ohne Nachteile und Gefahren befürchten zu müssen. Hätte Edward Snowden längst eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland bekommen und ein Hacker-WG in Prenzlauer Berg bezogen haben, wenn er einen Presseausweis gehabt hätte? Danke. Den letzten Teil Ihrer Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Dann lese ich es noch mal vor. Die Bundeskanzlerin meint, die Pressefreiheit umfasst auch die Freiheit, Messstände aufzudecken, ohne Gefahren befürchten zu müssen. Und meine Frage ist, wenn Edward Snowden einen Presseausweis gehabt hätte, hätte er einen Aufenthaltstitel für Deutschland bekommen? Also der Fall Snowden ist hier sehr, sehr lange, sehr ausführlich diskutiert worden. Ich würde gerne grundsätzlich noch mal wiederholen, was die Kanzlerin gestern zur Pressefreiheit gesagt hat, dass es natürlich eine unverhandelbare und unverzichtbare Grundvoraussetzung unserer demokratischen Grundordnung und im Grundgesetz ausdrücklich geschützt ist. Eine freie Presse, eine vielfältige Medienlandschaft, eine kritische, informierte Öffentlichkeit und ein lebendiger Diskurs sind die stärksten Garanten für eine Demokratie und gegen staatliche Willkür. Genau, sind wir sehr geschützt. Wenn Edward Snowden einen Ausweis gehabt hätte, wäre seine Chance auf einen Aufenthaltstitel in Deutschland besser, weil er darf keine Nachteile befürchten müssen, nicht mal in Deutschland. Wie gesagt, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass dieser Fall hier sehr lang und ausführlich immer wieder diskutiert worden ist. Ich möchte einzelne spezielle Fälle nicht einordnen, sondern grundsätzlich einfach hier noch mal bekräftigen, wie die Kanzlerin gestern auch in ihrer Rede, wie wichtig Pressefreiheit ist. Und es ist eine hypothetische Frage. Also insofern würde ich... Eine nicht hypothetische Nachfrage. Seit Snowdens Enthüllungen sind Innovationen und neue Rechte beim parlamentarischen Kontrollgremium eingeführt worden, um Missstände künftig beim BND besser aufzudecken, und zwar ganz ohne Snowden. Danke. War das jetzt eine Frage? Das eingeführt worden ist, war die Frage, ne? Also... Wegen Snowden sind Missstände beim BND aufgedeckt worden. Anfang des Monats gab ein Bericht, ein geheimes Bericht von dem Datenschutzbeauftragten, der gesagt hat, dass die Grundrechte unbescholtener Bürger massiv von BND verletzt wurden. Und meine Frage ist, das passierte wegen Snowden. Meine Frage ist, das parlamentarische Kontrollgremium, ist es jetzt besser gewappnet gegen künftige Verstoße der BND gegen die Grundrechte in Deutschland? Danke. Auch dazu würde ich Sie gerne auf die Protokolle der vergangenen Sitzungen hinweisen. Wir kommentieren diesen Bericht hier nicht, weil es um Gremien geht, über die wir hier nicht reden. Grundsätzlich weisen Sie zu Recht darauf hin, dass gesetzgeberisch aktiv geworden ist, aber um zu konkretisieren. Meine Frage ging um das parlamentarische Kontrollgremium, ob Sie jetzt im Vergleich zu vor 3 Jahren besser neue Werkzeuge hat, um mit dem BND zu reden, wenn Sie Sorgen haben über die Grundrechte der Bürger. Also jedenfalls haben wir aufgrund dieses Falles einige Sachen verbessert und wir haben dazu jede Menge Stellung genommen hier und ich würde Sie da auf die Protokolle der vergangenen Sitzungen hinweisen. Herr Jung, auch zur Pressefreiheit? Ja. Ich meine, und die Fragen zum parlamentarischen Kontrollgremium müssen Sie an das Gremium selbst richten. Ich wiederhole gerne meinen Satz. Die Kanzlerin sagt, Pressefreiheit umfasst auch die Freiheit, Missstände aufzudecken, ohne Nachteile und Gefahren befürchten zu müssen. Frau Demmer, ich probiere es mal mit einer nicht nur hypothetischen, sondern mit einer Lernfrage. Verbindet die Kanzlerin und die Bundesregierung als solches das Schicksal und die Leistung von Edward Snowden mit dem Thema Pressefreiheit? Ich habe dazu tatsächlich jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen möchte. Nö. Hat Edward Snowden irgendetwas für die Bundesregierung mit dem Thema Pressefreiheit zu tun oder nicht? Oder sind das 2 separate Themen? Herr Jung, ich habe gesagt, wir haben hier jede Menge, oder in diesem Raum hier ist sehr, sehr viel und sehr lange über diesen Fall diskutiert worden. Es gibt keinen neuen Sachstand, wir haben dem nichts hinzuzufügen von hier aus. Und grundsätzlich gilt, dass die Pressefreiheit in Deutschland ein sehr, sehr hohes Gut ist. Habe ich verstanden. Tangiert dieser Fall die Pressefreiheit? Genau. Aber was Sie nicht verstanden haben, ist, dass ich dazu jetzt nicht noch mehr sagen möchte. Ich wollte so verstehen, ob Sie diese beiden Themen miteinander verbinden.
Nee, wir diskutieren da nicht, sondern ich will einfach nur eine Frage beantwortet bekommen. Ja. Weil das hört sich sonst nach Lippenbekenntnis an, der Kanzlerin. Ich glaube, Ihre Analyse teile ich nicht und damit würde ich das gerne beenden, weil es wird nur Zeit kosten. So, gibt es weitere Fragen zum Thema Pressefreiheit? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch Herrn Jung mit zahlreichen anderen Themen, die mir auch nicht bekannt sind. Bitte. Ja, Herr Fischer, zum Thema Gaza. Die Bundesregierung hat im Oktober 2014 bei der Wiederaufbaukonferenz für Gaza in Kairo 50 Millionen Euro zugesagt. Jetzt hat sich gestern die Weltbank gemeldet und hat mitgeteilt, dass erst die Hälfte der von den Geberländern zugesagten Summen bereitgestellt worden ist. Mich würde interessieren, ob Deutschland seine Zusagen, die man vor 2 Jahren gemacht hat, bereits in Gänze erfüllt hat. Das machen Sie, Herr Fischer? Ich glaube, das müssten Sie das, also ich kann es Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, weil ich natürlich nicht jeden einzelnen Finanzfluss, aus der Bundesregierung in Richtung Weltbank oder andere Organisationen fließt, im Überblick haben kann. Aber ich glaube sozusagen, die Weltbank ressortiert auch zuständigkeitshalber im Ressort des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und deshalb müssten Sie wahrscheinlich die Kolleginnen oder den Kollegen fragen. Der Kollege steht in den Startlöchern sozusagen. Soll ich die Frage nochmal wiederholen, oder? Die Frage habe ich. Ja, vielleicht grundsätzlich, wir hatten ja mehrfach auch berichtet, dass wir gerade beim Aufbau von Gaza von verschiedenen Projekten arbeiten. Insbesondere geht es um das Thema einmal Cash for Work, das heißt, den Menschen die Möglichkeit zu geben, durch bestimmte Arbeiten, die eben halt gefördert werden, dort ein eigenes Einkommen zu bekommen und dadurch auch die Familien, ihre eigenen Familien zu ernähren. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, inwieweit die kompletten Mittel geflossen sind. Da würde ich auch nochmal mit den Kollegen sprechen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, geht es vor allen Dingen auch darum, um das Thema Arbeitsförderung, Förderung und Beschäftigung und das Thema Förderung der beruflichen und der schulischen Ausbildung und Weiterbildung. Also können wir mit der Nachreichung rechnen, ob die zugesagten Wiederaufbauhilfen von Kairo Oktober 2014 gezahlt worden sind oder nicht? Genau, da würde ich mich dann nochmal nehmen. Vielleicht lässt sich das ja noch im Zeitablauf hier erklären. Dann habe ich Herrn Blank mit einem anderen Thema. Ja, eine Nachfrage an Frau Demmer und an das Wirtschaftsministerium im Zusammenhang mit der CETA-Mission des Wirtschaftsministers in Kanada. In dem Zusammenhang erstmal an Frau Demmer die Frage. Zeitplan sieht vor, dass Ende Oktober CETA unterschrieben wird. Gibt es da schon eine einheitliche Position der Bundesregierung, dass man unterzeichnen wird, dass man CETA zustimmen wird, weil Hintergrund ist, der Wirtschaftsminister sagt, es könne bis dahin rechtsverbindliche Klarstellungen beim Freihandelsabkommen geben. Ist das überhaupt möglich? Weil er ist in Kanada gewesen. Kanada sagt, man ist zu solchen Verhandlungen bereit. Aber ist in einem derart kurzen Zeitraum bis Ende Oktober überhaupt noch denkbar, dass es rechtsverbindliche Klarstellungen geben könnte? Also zu den Zeitplänen kann ich Ihnen jetzt hier nichts sagen. Ich kann nur einfach noch mal sagen, weil es so wichtig ist, dass es ein sehr gelungenes Abkommen ist, für das es sich in jedem Fall lohnt, zu kämpfen. Und weil es eben den Zugang und die Chancen europäischer Unternehmen im kanadischen Markt erheblich verbessert. Und Kanada und Europa schon jetzt sehr eng miteinander verflochten sind und es einfach ein weiterer Beitrag zur Vertiefung der Handelsbeziehungen wäre. Ich hatte ja nicht nach dem Zeitplan gefragt, sondern nach der Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland Ende Oktober unterzeichnet, auch wenn es bis dahin nicht die von Herrn Gabriel versprochenen rechtsverbindlichen Klarstellungen zu diesem Abkommen geben wird. Also ist die Haltung der Bundesregierung noch unklar, ob man unterzeichnen wird? Nee, ich würde das jetzt mal beim BMWI sehen. Da kriegt das. Also ich glaube, der Zeitplan wurde hier ja schon mehrfach erläutert, was jetzt sozusagen die nächsten Schritte sind. Wir haben jetzt als nächstes den informellen Handelsministerrat nächste Woche. Dort wird das Abkommen mit den Mitgliedstaaten diskutiert werden. Dort werden aber noch keine Beschlüsse gefasst werden. Als nächstes muss dann natürlich auch ein Kabinettsbeschluss zur Haltung Deutschland im Rat erfolgen.
Dieser Kabinettsbeschluss würde sich dann in den nächsten Wochen irgendwann mal anschließen und dann erst ist die Abstimmung im Rat über das Abkommen vorgesehen. Ich muss leider noch mal nachfragen, auch hier gibt es wieder kein Dissens über den Zeitplan. Danach habe ich auch nicht gefragt. Aber der Wirtschaftsminister sagt, bis Ende Oktober, wo dieses Abkommen auf einem europäisch-kanadischen Gipfel unterzeichnet werden soll, soll es rechtsverbindliche Klarstellungen zu diesem Freihandelsabkommen geben. Die Frage war eindeutig nicht nach dem Zeitplan, sondern halten Sie das für möglich, dass bis dahin solche rechtsverbindlichen Klarstellungen zwischen der EU, nur das ist ja möglich, und Kanada ausverhandelt sind, ja oder nein? Oder wäre das ans Wirtschaftsministerium dann sozusagen ein Veto des Wirtschaftsministers, der sagt, nee, diese rechtsverbindlichen Klarstellungen gibt es noch nicht, also können wir als Deutschland nicht unterzeichnen? Also die europäischen Institutionen, also namentlich die EU-Kommission und das Europäische Parlament, sind mit der kanadischen Regierung ja momentan in Gesprächen darüber, wie dies alles umgesetzt werden soll. Diese Gespräche laufen und das wird man jetzt unter anderem auch beim kommenden informellen Handelsministerrat besprechen. Das müssen wir jetzt abwarten. Dann noch eine, sei mir erlaubt, an die Regierungssprecherin, stellvertretende Regierungssprecherin Frau Demmer. Was hält denn die Bundeskanzlerin davon, dass der Wirtschaftsminister solche Verhandlungen mit Kanada führt, die möglicherweise darauf hinauslaufen, dass eine Umsetzung des Abkommens weiter verzögert werden? Da könnte ja ein monatelanger Eiertanz drohen. Was hält die Kanzlerin davon? Also so teile ich Ihre Analyse nicht und kann nur noch mal sagen, also der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung insgesamt liegt einfach daran, ein sehr gelungenes Abkommen zum Abschluss zu bringen. Und CETA steht vor allem für faire Handelsregeln und für hohe soziale Umweltstandards. Und die EU setzt damit Maßstäbe für weitere Freihandelsabkommen. Innerhalb des Fahrplans. Gibt es weitere Versuche zu CETA und CETA in dem Fall? Ich habe eine Frage ans Landwirtschaftsministerium zu CETA. Da Sie sich auch um die Belange der Bauern kümmern, ist ja ein großes Streitthema bei CETA der Schutz der Herkunftsangaben. Und von mehr als 4.000 regional geschützten Produkten tauchen in CETA nur 173 auf. Wie bewertet das Ihr Ministerium? Ist CETA trotzdem eine tolle Sache? Vielen Dank für Ihre Frage. Grundsätzlich begrüßt der Bundesminister die Einigung zwischen der EU und Kanada über das umfassende Freihandelsabkommen CETA. Die hohen Standards unserer Lebensmittelsicherheit werden durch CETA nicht gefährdet. Und das Abkommen eröffnet auch der Land- und Ernährungswirtschaft auf beiden Seiten neue Marktchancen. Deutschland darf sich als Exportnation den großen wirtschaftlichen Chancen nicht verschließen, die ein solches Abkommen bietet. Zollfreiheit und die Angleichung administrativer Vorgaben können Motoren für Wachstum und Beschäftigung sein. Zu der einzelnen Frage kann ich hier nichts sagen, da müsste ich mich noch informieren. Vielleicht kann ich hier noch mal kurz ergänzen zu dem Thema Herkunftsbezeichnung. Nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht. CETA schützt umfassend unsere Standards. Und alle in Europa geschützten Produkte bleiben natürlich auch weiterhin, auch wenn CETA in Kraft ist, geschützt. Es kommt nur noch zusätzlich dazu, dass eine Reihe von Produkten nochmal einen zusätzlichen Schutz in Kanada genießt. Aber in Deutschland bleibt das natürlich alles unverändert. Mich würde mal von Ihnen interessieren, weil ich es auch durch die Nachfragen von Herrn Blank nicht verstanden habe, welche Teile des CETA-Abkommens aus Sicht Ihres Ministeriums nun vorläufig in Kraft treten können und sollen. Und Frau Demmer, mich würde noch mal interessieren, können Sie mal erläutern, wie das BPA die deutsche Bevölkerung über Vorteile, Risiken und Nebenwirkungen von CETA informiert? Also zu vorläufigen Anwendungen von CETA ist es klar, dass es hier nur eine vorläufige Anwendung derjenigen Teile geben kann, die in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU-Kommission liegen. Können Sie die benennen? Sind zum Beispiel die Zölle. Einzeln kann ich die nicht benennen, weil das wird einzeln nochmal im Rat ausdiskutiert werden. Und der Rat wird eben darüber entscheiden, ob es eine vorläufige Anwendung geben wird und auch in welchem Umfang es eine vorläufige Anwendung geben wird. Den kann ich natürlich hier nicht vorgreifen. Das heißt, erst wenn alles beschlossen ist, wissen wir, welche Teile potenziell... Der Rat beschließt darüber, ob wir CETA wollen, ob wir CETA abschließen wollen, und beschließt auch darüber, ob CETA vorläufig angewendet werden soll und welche Teile von CETA vorläufig angewendet sollen. Aber welche Teile stehen denn sozusagen zur Auswahl? Es wird das ganze Abkommen natürlich
angeschaut und im Rat diskutiert werden und dann im Rat entschieden werden, welche Teile halt eben in die ausschließliche EU-Zuständigkeit fallen und welche in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Das ist nicht rechtlich bindlich, sondern das machen die Minister sozusagen auf dem Tisch. Das wird momentan alles geprüft und das wird im Rat dann eben entschieden, ja. Gibt es weitere Fragen? Nein, wir hatten mir noch die Gelegenheit gegeben, also, der Herr Jung Werbung zu machen für www.bundesregierung.de. So. Da informieren wir grundsätzlich immer wieder über alles, was von Belang ist und interessant ist und auch über Handelsabkommen. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen zum Handelsabkommen oder zu www.bundesregierung oder zu anderen Themen? Bitte schön. Zu anderen Themen als Umweltministerium eine Frage. Ich versuche es jetzt nochmal so. Im Umweltministerium sollen laut einem Medienbericht Hinweise auf eine Manipulationsstrategie bei VW-Dieselfahrzeugen gelöscht worden sein. Das war wohl im Jahr 2008. Da sollen Beamte Passagen aus einem Konzept für ein neues Überwachungssystem von Fahrzeugen, was das Umweltbundesamt erstellt hatte, gestrichen haben. Können Sie dazu was sagen? Haben Sie so die Aufklärung dieses Abgasskandals in Ihrem Haus verschleppt? Dazu kann ich nichts sagen. Mir sind diese Informationen auch nicht bekannt. Ich kenne jetzt auch nicht die Quelle dieser Informationen. Ich kann nur sagen, dass wir in den letzten Jahren ziemlich viel damit beschäftigt waren, insgesamt im Abgasbereich Änderungen herbeizuführen. Das habe ich ja auch mehrfach ausgeführt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann es gab noch Hände, das habe ich nur so schemenhaft gesehen. Herr Jordans, Herr Jung und dann Herr Jordans. Herr Jung, Sie hatten sich doch noch mal gemeldet, oder? Ja, dann sind Sie jetzt dran. Mich würde das Thema Monsanto interessieren und da das Landwirtschaftsministerium fragen, wie Sie diese Fusion, diese angestrebte Fusion bewerten, gerade im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft. Mich würde vom Entwicklungsministerium interessieren, wie Sie das wahrscheinlich fusionierte Unternehmen aus Sicht des Welthungers sehen. Wird das den Welthunger noch verstärken, dieses neue Unternehmen? Und ans Umweltministerium, wie bewerten Sie diese angestrebte Fusion im Hinblick darauf, dass Monsanto der größte Glyphosat-Hersteller ist? Und Sie sind ja ein Glyphosat-Gegner. Ich kann gerne anfangen. Der angekündigten Fusion zwischen der Bayer AG und dem US-Konzern Monsanto müssen die zuständigen Wettbewerbsbehörden zustimmen, insbesondere die EU-Kommission und die US-Wettbewerbsbehörden. Die EU-Kommission wird das anzumeldende Zusammenschlussvorhaben nach den Vorschriften der Europäischen Fusionskontrollverordnung zu prüfen haben. Und es ist jetzt nicht an der Zeit, hier an der Stelle die angekündigte Fusion zu bewerten. Wann wollen Sie die bewerten? Es ist jetzt hier nicht an der Zeit, das zu bewerten. Da kann ich nichts, da habe ich nichts hinzuzufügen. Geht das Wort weiter? Okay. Oder? Ich schließe mich den Ausführungen meines Vorgängers an. Zumindest möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass unser Ansatz in BMZ ja darum geht, wir haben ja auch bewusst eine Initiative vor knapp 3 Jahren ins Leben gerufen, eine Welt ohne Hunger. Da geht es ja darum, insbesondere sowohl mit beispielsweise kleinbäuerlichen Strukturen, Bauernstrukturen, aber auch mit Landwirtschaftsunternehmen gemeinsam genau an diesem Thema zu arbeiten, zur Bekämpfung des Hungers weltweit. Da geht es aber die Zielgruppe ist eindeutig, sind kleinere Bauernfamilien, die eben halt dafür sorgen, den Hunger zu bekämpfen in den eigenen Ländern. Vielen Dank. Und das Stichwort Glyphosat gibt es noch. Ja, ich kann natürlich auch nichts zu einer Firmenfusion sagen. Die Ministerin war auch nicht wegen irgendwelchen Firmeninteressen oder ist nicht aus irgendwelchen Firmeninteressen kritisch gegenüber Glyphosat, sondern deswegen, weil sie eine umweltgerechte, eine ökologische Agrarpolitik möchte. Und sie hat bei einem Pressegespräch mit Landwirten am vergangenen Montag erst einmal darauf hingewiesen, dass sie es nicht angemessen empfindet, wenn die EU-Kommission heute in einer Zeit, wo wir durchaus kritischer mit Pflanzenschutzmitteln umgehen sollten, eine 15-jährige Zulassung vorgesetzt bekommt. Das ist nicht im Interesse einer umweltgerechten Agrarpolitik. Darf ich noch eine kurze Nachfrage an Herrn Franke stellen? Weil Sie ja nicht keinen Vorausblick wagen wollen, vielleicht einen Rückblick. Hat Monsanto bisher zur Bekämpfung des Welthungers beigetragen?
Also es gibt verschiedene Projekte, in denen wir auch mit Agrarunternehmen zusammenarbeiten, größeren Agrarunternehmen, die international aktiv sind, wenn es darum geht, Entwicklungsvorhaben, ländliche Entwicklungsvorhaben zu fördern. Wie gesagt, wenn wir mit entsprechenden Konzernen zusammenarbeiten, dann geht es eben halt darum, die Zielgruppe zu fördern. Die Zielgruppe sind eindeutig die Kleinbauernfamilien. Hat Ihr Ministerium schon mit Monsanto zusammengearbeitet? Kann ich Ihnen jetzt nicht ad hoc sagen, müsste ich rausbekommen. Danke. Dann habe ich Herrn, sofern es dazu keine weiteren Fragen gibt, Herrn Jorens nochmal. Es gibt wieder frische Forderungen, in Deutschland Obergrenzen für Flüchtlinge einzuführen, wie es beispielsweise Österreich getan hat. Ich wollte fragen, hält die Bundesregierung daran fest, dass solche Obergrenzen weder wünschenswert noch juristisch machbar sind? Das gibt mir die Gelegenheit, Herrn Dr. Plate, auch das Wort zu geben für eine Nachlieferung, die ihr mir schon angekündigt habt. Also vielleicht zu dieser Frage ganz kurz. Die wurde ja auch diese Woche sogar schon gestellt und von mir beantwortet. Das ist so frisch, dass ich jetzt ehrlich gesagt keinen Anlass sozusagen für eine Aktualisierung meiner Antwort sehe. Will aber gerne, weil ich das Mikrofon habe, die Gelegenheit nutzen, das nachzuliefern, was jedenfalls vorhin im Raum blieb, ob ich das vielleicht nachliefern könnte, hinsichtlich der Unterstützung der Bundespolizei. Ich hatte ja gerade gesagt, ich glaube 24 oder 26, ich kann das jetzt sozusagen konkretisieren, 26 waren das. Und weil Sie auch nach der Uhrzeit gefragt hatten, circa zwischen 22 Uhr und 0.30 Uhr heute Morgen. Dann war noch die Frage, Unterstützungsersuchen weitere aus Sachsen für das Wochenende. Jedenfalls sowohl dem BMI als auch dem Präsidium Bundespolizei in Potsdam sind keine weiteren Unterstützungsersuchen für dieses Wochenende zum jetzigen Zeitpunkt bekannt. Ich will aber vielleicht nur generell darauf hinweisen, dass sowas natürlich auch mal kurzfristiger kommen kann. Also ich kann es nicht ausschließen, dass es solche geben wird, aber bisher sind jedenfalls weder dem BMI noch dem Präsidium solche Ersuchen bekannt. Gibt es weitere Fragen? Herr Jung. Noch mal ganz kurz ans Finanzministerium zur BaFin-Entscheidung, dass man risikoreiche Finanzwetten verbieten will, das heißt Neuauflagen von Bonitätsanleihen für Privatanleger. Begrüßt Ihr Ministerium diesen Schritt, also dass Bonitätsanleihen nicht in die Hände von Normalanlegern gehören sollen? Das Vorgehen der BaFin ist mit uns abgestimmt und derzeit läuft nach meiner Kenntnis ein Konsultationsprozess mit der Branche. Wenn Sie da sich noch weiter informieren möchten, dann wenden Sie sich doch an die BaFin. Wie ist denn die grundsätzliche Haltung Ihres Ministeriums? Sind Sie für ein Verbot von risikoreichen Finanzwetten? Ich habe gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Wir haben derzeit einen Konsultationsprozess und das Vorgehen der BaFin ist mit uns abgestimmt. Aber welche Position haben Sie? Ich habe dem jetzt hier nichts hinzuzufügen. Gut. Dann hat Herr Fischer noch eine Nachlieferung. Ja, nochmal zu Gaza, auch wenn wir sozusagen nicht federführend zuständig sind, haben noch meine Kolleginnen und Kollegen da im Auswärtigen Amt nochmal recherchiert und herausgefunden, was von den Zusagen ausgezahlt worden ist. Und Deutschland hat 91% der zugesagten Mittel bislang ausgezahlt. Das sind 57,9 Millionen US-Dollar. Wann ist mit den restlichen 9% zu rechnen? Davon gehen wir aus, dass das im Arbeitsprozess ist und die dann in der notwendigen Zeit und angemessenen Zeit abfließen werden. Wissen Sie, warum die restlichen 9% noch nicht ausgezahlt worden sind? Ich glaube, die entscheidende Nachricht ist, dass von 10 Dollar 9 ausgezahlt sind und wir damit den ganz großen Teil unserer Verpflichtungen nachgekommen sind und das auch zeitnah getan haben. Insofern, 2 Jahre her. Naja, also ich meine, es dauert ja, Sie kennen ja selber die Lage im Gazastreifen. Es ist nicht immer ganz so einfach, Gelder abfließen zu lassen. Sie haben ja auch die letzten sozusagen Probleme einzelner Organisationen mitbekommen. Das heißt, man muss da schon eine sehr große Sorgfalt walten lassen. Man muss sich vernünftige Projekte aussuchen. Und wenn man die dann hat, dann können die Mittel auch vernünftig abfließen. Das sind wir ja auch den deutschen Bürgerinnen und Bürgern schuldig, dass wir keine Mittel in schwarze Löcher stecken. Insofern finde ich das ganz vernünftig, dass wir diese Mittel haben abfließen lassen können. Das ist weit mehr, als viele andere Partner ihre Zusagen eingehalten haben. Und ich denke, damit kann sich Deutschland international sehr, sehr gut sehen lassen. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir aus der Weltbank haben. Dann danke ich für diese Nachlieferung sozusagen. Und gibt es noch Fragen zu weiteren Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich allen ein gutes Wochenende und auf Wiedersehen am Montag. I'm thinking.